Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Drivers High Podcast. Wir essen heute japanische Süßigkeiten. Alter, bei mir kribbelt da schon. Wenn ihr diese Farben sehen würdet, die ich hier gerade sehe, Leute, ihr würdet denken, ihr seid gerade in so einem Rausch und wisst nicht, wo ihr anfangen sollt. Also für alle, die den Podcast auf Spotify hören, ich empfehle euch, auf YouTube rüber zu gehen, weil heute wird es sehr visuell. Die, die auf YouTube sind, die sehen es gerade schon. Hier liegen richtig viele japanische Süßigkeiten rum. Ich habe die einfach auf dem Flug mitgenommen. So ein Bag hatte ich dabei, Alter. Und wir testen jetzt eine nach dem anderen und wir bewerten die. Ey, und dann, wenn ich irgendwann mal in Armenien bin, Bruder, ich muss armenische Süßigkeiten mal herbringen. Oh ja, das wird auch geil. Wir haben auch voll viele Sowjet-Süßigkeiten und so weiter, das wird echt geil. Da können wir genauso eine ganze Folge drüber machen. Ey, wir machen das. Ja, aber gut. Auf jeden Fall, sollen wir eine Tierlist machen oder sollen wir 1 bis 10 sagen? Ich würde sagen 1 bis 10. Ich würde auch sagen 1 bis 10. Okay, mit was willst du anfangen? Was lächelt dich am meisten an? Alter, ich sag dir, was mich anlächelt, und dann... Diese Erdbeersachen lächeln mich an. Ey, die sind so gut. Das da ist so lecker. Ja, aber willst du direkt damit anfangen oder willst du die KitKat-Erdbeeren? Boah, KitKat-Erdbeeren will ich. Komm, wir fangen mit KitKat an, weil das kennen wir. Digga, machen wir auch gleichzeitig ASMR? Ja, gute Frage. Jetzt habe ich schon aufgerissen, aber warte, ich zeig das den Leuten. KitKat-Erdbeergeschmack. Okay. Ja, Bruder, ich mach auf. Haben wir hier auch KitKat-Erdbeergeschmack? Ich glaube aber nicht in so einem coolen Design, ne? Erstens nicht das Design. Alter, allein, dass da schon japanische Schriftzeichen drauf sind, macht das irgendwie schon frischer. Ey, es gibt so eine KitKat-Bananensorte. Moritz wollte, dass ich welche mitbringe, aber ich hab's vergessen. Die sind so lecker. Die sind meine Lieblings-KitKats. Echt? Banane? Ja, die gibt's auch immer am Flughafen und so. Die Banane ist so eine underrated Geschmacksrichtung. Voll. Ich liebe auch Milchshakes mit Banane, Mann. So, und dann? Ey, es riecht voll gut, gell? Boah. Es riecht voll gut. Sehr intensiv. Weißt du, was ich check? In Japan gibt es wirklich gefühlt 1000 verschiedene KitKat-Sorten. In jedem Laden siehst du einfach so 50 verschiedene KitKats. Warum ist das hier eigentlich nicht so? Und warum ist KitKat bei denen so beliebt? Ist das aus Japan? Nee, oder? Niemals. Ey, es riecht so gut. Oh, okay, let's go. Let's go. Ich sag dir ehrlich, viele mögen diesen künstlichen Erdbeergeschmack nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Joghurette-Geschmack. Aber ich finde den geil und ich finde den da geiler als bei Joghurette zum Beispiel. Safe. Es wirkt natürlicher, gell? Nicht so. Bei Joghurette, du kriegst einen von diesen kleinen Splittern und es ist sehr, sehr intensiv irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen dezenter, aber geiler. Als würde es einfach nur nach Erdbeer duften, was du so isst. Ich finde, die Künstlichkeit hält sich in Grenzen. Ja, aber es schmeckt wenig nach Schokolade, ja. Es ist so weiße Erdbeerschokolade ein bisschen mehr. Ja. Aber ich finde dieser Waffelgeschmack, diese Waffeln da drin schmecken richtig gut. Ja, es ist mehr Waffel als Schokolade irgendwie. Also gut vergleichbar mit einem normalen KitKat. Findest du es besser als ein normales KitKat? Weißt du, was das beste KitKat der Welt ist und dann? Chunky. Yes. Aber mit Erdnussbutter drin. Ja. Boah, das ist echt krass. Das ist das Beste. KitKat Chunky finde ich auch besser als das. Ja. Aber was würdest du dem geben auf eine 1 bis 10? Ich finde es besser als ein normales KitKat von dieser Größe her, weil Chunky ist anderes Level. So. Ja, finde ich. Also ich würde lieber das essen als so ein normales KitKat. Ja. Ich finde das Banane aber noch heftiger. Das haben wir leider nicht hier. Boah, Banane wäre echt geil. Ich gebe dem Teil eine 8 von 10. Das ist schon eine krasse Süßigkeit. Ich gebe dem eine 7 und dann. Ja. Aber ist schon fucking gut. Ja. Ja, ich finde es auch gut. Was hat sowas gekostet und dann? Was kostet so eine Packung KitKat in Japan? Bruder, ich weiß nicht. Ich hab das alles an einem Tag gekauft, einfach eingepackt. Deswegen, ich weiß von gar nichts, die Preise gerade. Was hast du dafür alles hingeblättert, was hier liegt? Weiß ich auch nicht mehr. Mehr als 50? Nein, ich glaube nicht. Niemals. Okay. Das Ding ist, hier gibt es ein paar Sachen, Leute. Zum Beispiel das hier sind, glaube ich, Heuschrecken oder so. Das sind einfach irgendwelche Insekten. Und die sind schon gut teuer. Da gab es auch so einfach seltene Skaraborne und so ein Scheiß, also schon so kranke Käferviecher, die selten sind, ne? Die du essen kannst und die sind dann teilweise zahlst du 8 Euro für einen oder so. Heftig. Aber das ist ja auch irgendwie was Besonderes, wisst ihr? Ja. Digga, das sind einfach Hiroshima Heuschrecken, Bro. Bruder, kann sein, dass wir dann einen... Leute, was wir alles für euch machen, Alter, vielleicht gibt's die nächste Folge nicht mehr.
Ich glaube, aus meinem Bauchnabel kriegt so ein Tier gleich raus, Mann. Wir sind dann zu dritt, einfach so, hier kommt noch so ein Kopf. Brauchen noch ein Mikrofon. Was willst du als nächstes probieren? Ich möchte das hier als nächstes probieren. Das da? Ja. Kennst du die Charaktere? Ich kenne eine, die ist von Rumiko Takahashi gezeichnet, ne? Ja. Die kenne ich. Die anderen kenne ich aber nicht. Richtig geil, Leute. Das sind, die werden beworben von irgendwelchen Anime-Charakteren. Also die Süßigkeiten gibt es auch so. Und die kennen auch, glaube ich, viele im Westen. Also die gibt es bei uns, glaube ich, auch im Asiamarkt, weil die sind ziemlich fame. Und die sind auch, die sind Erdbeerschokolade gemischt. Alter, wie geil sieht diese Packung aus, Mann. Heftig. Das ist auch krass bei Japan. Ihr müsst echt wissen, so, die verpacken alles doppelt und dreifach. Hier gibt es noch irgendeine Message. Bei uns spart man ja immer mit Plastik und so, was ich auch eigentlich gut finde. Aber in Japan, da, die legen da gar keinen Wert drauf. Da geht es eher darum, dass es edel aussieht und teuer. Und? Alter, riecht das krass, Bro. Warum riecht das so gut, Mann? Oder ich weiß nicht, ob das gut riecht, Mann. Das riecht wie eine Mischung aus Süßigkeit und Furz. Das riecht wie ein guter Ramjob. Gönn dir einen. Ich probiere jetzt einfach. Ey, ich hätte gedacht, Digga, wir müssen irgendwie näher an die Cam, glaube ich. Ja. Ach, das geht schon. Wir machen die immer. Scheiß drauf. Ich hätte gedacht, dass da so ein Loch drin ist, dass du es dir auf die Finger stecken kannst. Mann. Egal, lass probieren. Das schmeckt besser als KitKat. Das schmeckt echt besser. Aber mit was kann man das vergleichen? Alter, das kann man nicht vergleichen. Ey, ich gönne mir mal zwei und dann die sind echt gut. Ey, weißt du, was ich finde? Bei KitKat hat die Schokolade gefehlt. Weil weiße Schokolade ist eigentlich wack, so hat keinen Geschmack. Mm. Und das hat ein bisschen gefehlt. Das war das Einzige, was da gefehlt hat. Und hier hast du halt weiße Schokolade, diesen Erdbeergeschmack und diesen Keksgeschmack. Man kann es vielleicht... Stellt euch vor, so ein Pickup-Riegel mit Erdbeergeschmack. Ja, Mann. Aber besser. Besser, gell? Die sind sehr gut, die Dinger. Die kriegen safe einen Punkt mehr. Mhm. Ich gebe dem 8 von 10 und dann. Ich gebe auch 8. Aber ich gehe bei dir mit. Ich gehe mit KitKat eine runter. Also die würde ich safe leer machen, aber... Oh, nicht jetzt. Ich bin fast gestorben gerade. Fast verschluckt. Hammer. Was willst du als nächstes essen? Lass mal was Verrücktes essen und nicht wo Erdbeer. Ey, das hier will ich mal essen und dann. Boah, die sind so geil. Leute, was das ist das? Das sind, glaube ich, Rice Cakes. Also ähnlich wie Krabbenchips zum Beispiel. Ich glaube, das ist so ein getrockneter Reis, der zusammengeklebt ist. Ich bin mir nicht sicher, ne? Ich glaub's. Und das ergibt dann so ein wie so eine Reiswaffel ein bisschen, so eine gebogene Reiswaffel, aber mit Sojasauce. Alter. Lass sie mal aufmachen, ich muss es den Leuten zeigen. Schaut mal, Freunde. So sieht das aus. Und das ist quasi wie die normalen Reiswaffeln, die ihr aus dem Supermarkt kennt. Aber die sind so dunkel, weil da Sojasauce drauf ist. Das riecht schon geil. Und ich muss sagen, ich finde das richtig heftig, weil bei uns ist immer so viel Zucker in den Süßigkeiten, ne? Und die Japaner benutzen ja nicht so viel Zucker. Und ich finde, dass hier der Geschmack viel mehr von diesem Cracker kommt und Sojasauce. Also es schmeckt eigentlich gar nicht so richtig süß. Es ist sogar ein bisschen deftig für eine Süßigkeit. Und ich finde das richtig, richtig deftig. Deftig ist was Gutes. Lass jetzt mal beißen. Mmh. Ey, Bro, so gut. Ich sag dir ehrlich, sowas müsste man im Kino verkaufen. Mm. Es ist wie Popcorn mit Reiswaffel fusioniert. Alter, das ist die perfekte Mischung zwischen salzig und süß und dann. Mm. Das ist eine geile Süßigkeit. Ich glaube, die Dinger kommen aus Sendai. Gibt's das bei uns im Asiamarkt? Ich hoffe, aber die sind echt gut, gell? Ich würde gerne wissen, wie viele Kalorien die haben. Weil es kann sein, dass die richtig wenig Kalorien haben, wenn es echt nur so Reiswaffeln sind mit Soja. Ja, scheiße, ich check das nicht, was hier steht. Aber die sind richtig geil, Mann. Also davon bin ich richtiger Fan. Ich finde das safe besser als die KitKats und die Dinger. So, das hat vielleicht ein bisschen mehr Style und so. Das sieht jetzt nicht so krass aus. Aber geschmacklich abnormal. Heftig, Mann. Eine der coolsten Süßigkeiten überhaupt, finde ich.
Ich würde 9 von 10 geben. Das ist 10-mal besser als jede Art von Chips unter. Mhm, mh. 10-mal besser als solche Pringles oder so eine Kacke. Mhm. Funny Frisch und so eine Kacke. Bro, du musst wissen, ich liebe schon Reiswaffeln. Mhm. Aber das war Hammer. Ey, das ist geil. Wie viele Punkte gibst du? Ich finde, man kann auch locker 10 geben. Ich bin mit 10 einverstanden. Ja, ich, schon geil. Ja, ich bin auch bei 10. Boah, leck mich, das war gut. Mm. Boah, das Ding ist, Süßigkeiten sind immer so, du kannst aufteilen zwischen Chips und Schokolade so ein bisschen, ne? Oder so Chipsartiges. Ja. Und wenn du jetzt nur Chips nimmst, ne? Diese Kategorie Chips, das bumst Pringles, das bumst alles. Das sind, finde ich, geiler als alle anderen Chips. Weil es noch irgendwie natürlich wirkt und nicht so, als ob du davon sterben könntest, so. Er ist nicht so giftig, ne? Ja. Hm. Ey, ich könnte direkt noch einen fressen, aber lass mal weitermachen. Ja. Was haben wir hier noch? Ey, die Dinger sind magisch. Schau mal, das sieht krank aus, diese Melonendinger. Boah, gib mal. Ich weiß nicht, was sich da drin verbirgt. Ey, Melone ist echt eine der coolsten Geschmacksrichtungen, die es gibt. Honigmelone. Meinst du, die sehen das? Ja, das reicht. Bro, was ist das? Da ist eine Kuh drauf, das heißt, das wird irgendein milchiger Geschmack sein. Melone, Milch. Ist aber eine böse Kuh, die da drauf ist. Es sieht aber, finde ich, gut aus. Es fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Aber Digga, die Kombination Melone und Milch klingt schon irgendwie interessant. Majestical, Alter. Ich bin ehrlich, ich bin nicht der größte Milchgeschmack bei so Früchten. Echt? Ja. Hier. Ah. Alter, das fühlt sich schon gut an. Und auch hier, schau, alles doppelt und dreifach verpackt. Immer. Hast du schon den Mund genommen? Nee. Hä? Oh. So sieht das aus, wie ein Nimm zwei, wie heißen die? Nimm zwei. Softie. Soft. Ja. Es sieht ein bisschen aus wie ein Nimm zwei Soft in hässlicher. Hm? Hart? Ja. Hast dir fast einen Zahn ausgebissen. Kennst du die aus Mixmarkt? Diese Karamellkuh-Dinger? Mhm. Es ist ein bisschen so, aber nicht so weich. Alter, es ist steinhart unten. Es ist echt steinhart. Gut, dass ich nicht draufgebissen habe. Ich habe empfindliche Zähne, Mann. Aber wie findest du den Geschmack? Hammer. Übel geil, gell? Mhm. Es ist halt echt Honigmelone, aber gar nicht natürlich. Es schmeckt wie, als wäre das echt, als hätten die echte Honigmelone benutzt. Es ist doch nicht zu süß oder so. Überhaupt nicht. Ist das so ein Ding, dass Japaner Zucker nicht so gerne mögen und dann? Also du kannst definitiv sagen, dass Japaner sehr viel weniger Zucker benutzen in ihren Süßigkeiten. So. Mm. Safe. Das wird sich hier durch die ganze Palette ziehen, dass man das Gefühl hat, bei uns ist alles süßer. Es ist wirklich so. Also sogar die Schokosachen. Vergleich das mal mit so einem Nimm-Zweier und dann. Mhm. Alter, ich habe das Gefühl, bei Nimm-Zweier ist gefühlt doppelt so viel Zucker und das hier schmeckt sogar besser. Es schmeckt besser, weil du das Gefühl hast, es geht um das Wesentliche, um die Melone und um dieses Milchige. Mm. Ja, Zucker ist wie so ein billiger Trick, um nochmal... Ja. So einen Show-Effekt auf der Zunge zu zaubern. Zucker ist nur das Suchtmittel. So. Ja, ja. Aber der echte Geschmack ist eigentlich hier geiler. Boah, ich finde das richtig geil, Bro. Die im Auto snacken, Alter. Alter, ja. Vor allem, man hat so lange was davon. Ja, Mann. Also das sind geile Dinger, Mann. Das sind so Sachen, wenn ich in Japan leben würde, die könnte ich so bei der Arbeit im Büro snacken. So nebenbei macht Bock. Ist wie so eine andere Art von Kaugummi. Gibt es bei uns eigentlich sowas? Ja, wir haben schon solche. Kennst du diese im Auto, diese Drops, die so mit Puderzucker eingedingst sind? Mm. Die sind auch geil. Also Fisherman's Friends oder wie die heißen? Nein, 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 ich meine andere. Ich meine diese Fruchtdinger. Aber wir haben nicht wirklich was Vergleichbares, aber die sind schon sehr krass. Ich würde denen am liebsten auch eine 10 von 10 geben, und dann, aber ich mache 9. Warum haben wir nie Honigmelone-Geschmack bei uns in den Süßigkeiten? Mm. Ey, Digga, das war voll gut. Ich sage auch 9. Aber... 10 würde ich auch verstehen. Was haben wir eine 10 gegeben? Den hier. Digga, die Babys. Aber das ist auch locker 10 würdig. Heftig. Wir müssen jetzt was Ekliges essen, Haut. Und dann hast du es runtergeschluckt? Nein, Mann. Wie sollen wir denn was essen, wenn das noch in unserem Mund ist? Guter Punkt, aber wir können schon mal was aussuchen und über die Verpackung reden. Ey, Bro, ich würde das am liebsten jede Podcast-Folge einfach nebenbei so. Ja, Mann. Heftig, ich liebe es. Irgendwie was mit diesem crunchy Ding da unten, wo so ein Bier drauf ist. Ey, Leute, das ist richtig interessant. Weil ich glaube, ich brauche einen Shot. Oh, das ist besser, das mache ich jetzt immer. Mhm. Weil ich glaube, das sind so wie Fried Chicken in Mini, getrocknet. Mhm. Weißt du?
Also wird so ähnlich, kennst du diese Brotchips, die wir manchmal haben in Deutschland? Oder diese Zwiebel? Zwieback? Nein, nein. Es gibt auch diese, kennst du diese Kreise, diese Brotcracker da? Ja, ja. Oder diese Würfel, wie Croutons. Ja, oder ja, so. Ja, ich weiß. Und ich glaube, das wird so in die Richtung gehen. Und das soll man zum Bier trinken essen, als Snack. Wie wenn die Russen immer so kleine Fische essen und so. Das ist auch so ein typischer Snack. Ist das Käse unter? Den man, nee, ich glaube nicht. Das ist Fisch. Fisch. Ja, Alter, das musst du vorher mal beißen, weil ich hasse Käse. Ja, aber das ist, glaube ich, Fisch, ich bin mir ziemlich sicher. Es gibt hier viele Sachen, die man traditionell so zum Saufen isst. Mhm. So für Getränke, einfach Snacks, wie bei uns Käse, wie bei uns diese kleinen Brezeln oder so. Trinken Japaner viel Alkohol unter? Ja, safe. Mehr als wir, glaube ich. Echt? Also vielleicht nicht prozentual, aber das sind ordentliche Säufer. So. Deutschland und Japan sind, finde ich, beides so Säufernationen. Ist das so? Ey, ich beiß jetzt drauf, okay? Alter, ich hab Angst und dann. Ah ja. Ich hab das Gefühl, mein Kopf schaubricht. Also, aua. Alter. Weißt du, wer du jetzt bist und dann... Kennst du diese Folge von Tom und Jerry, wo er irgendwie auf so ein scheiß Ding beißt und seine Zähne so zerbricht? So fühlt sich das zwar an. Beiß mal drauf. Nee, Mann, ich schluck's einfach runter. Aber Hammerding, mach auf. Ey, diese Melonendinger, Wahnsinn. Bist du ready? Mhm. Boah. Es riecht komisch, Digga, sag ich dir ehrlich. Es riecht wie Styropor oder so ein Scheiß. Nee, ich finde nicht, dass es wie Styropor riecht. Was ist das überhaupt? Ich glaube, das muss man so, das ist so eine kleine Soße, denke ich. Ehrlich? Mhm. Meinst du? Ja. Da steht Do Not Eat, Bro. Ach so, okay, dann ist das das nicht. Ich glaube, das ist so, dass es so länger haltbar ist oder so. Kann sein. Ich finde nicht, dass es schlecht riecht. Nimm dir mal einen raus. Ich versuche das zu zeigen. Leute, das sieht aus wie so ein kleiner Fried Chicken von Kentucky, aber in so ganz klein. Ich schwör's dir, in Mixmarkt gibt's viele solche Sachen. Kennst du diese Krabben-Dinger von Mixmarkt? Ja. Diese mit dieser rosanen Packung? Mhm. Das ist auch so ein typischer, zum Bier isst man das so als Snack. Finde ich gut, Alter. Aber ich finde die Sachen bei Mixmarkt besser, was das angeht, als das. Ich würde auch sagen, das hat mich jetzt nicht umgehauen. Mhm. Aber irgendwie schon lecker. Und wenn das im Club statt Salzstangen wäre, dann würde ich eher das essen. Mhm. Aber Salzstangen sind dir jetzt auch nicht schwer zu toppen. So. Ich sag dir ehrlich, 5 von 10. Gebe ich mit. Es ist eigentlich einfach nur Panade, ne? Es ist einfach nur kalte Panade. Aber trotzdem immer noch besser als diese frittierte Scheiße, die wir immer hier bekommen. Mhm. Und ich finde, es sieht ziemlich cool aus, die Packung. Was willst du als nächstes? Was ist das Rote da in der Mitte und dann? Ist das Speck? Das ist kein Speck, das ist Aal. Aal. Ah, Mann, was ist das für eine Scheiße, Alter? Wie machen diese Garris das immer? Ach, die sehen schon. Ja, die sehen das schon. Okay, hier, jeder kriegt einen. Also du musst wissen, Aal ist recht teuer in Japan. Und das ist so eine richtige Delikatesse, weißt du, es ist, zergeht richtig im Mund und es hat so einen einzigartigen Geschmack. Also Aal ist so das Typische, was du im Sushi-Laden bestellst. Aal und Hummer sind so die zwei teuren Sachen, ja, die du eigentlich fast nie bestellst. Ich habe mal Aal gegessen und dann und das schmeckt ganz gut, aber ich finde zum Beispiel normalen Fisch besser. Aber die Frage ist, was für ein Aal hast du gegessen? Ob das wirklich dieser japanische Style war? Ja, gute Frage, Mann. Weil es zergeht echt so und es zerfällt richtig. Es zergeht nicht, es zerfällt richtig. Ja. Und Das wird jetzt natürlich nicht so schmecken, weil das ist eine Aal-Süßigkeit so. Ja, ist das süß oder salzig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber es ist auch mehr so ein Biersnack. Mm. Es ist auf jeden Fall nicht wie der Aal, den ich gerade beschrieben habe vom Restaurant, ne? Aber das ist halt so die Süßigkeit-Version davon. Mm. Schmeckt Hammer. Mm. Und Aal ist halt irgendwie so, Aal ist irgendwie, als ob man Honig und Kaviar fusioniert. Hm. Ey, das ist schon lecker. Und dann, das hat so die Konsistenz von Seetang ein bisschen. Mhm. Aber einzigartiger Geschmack, gell? Ja, ich feiere das. Und das ist dieser Aalgeschmack. Das ist auch diese Mischung aus süß und salzig, das feiere ich. Da ist auch safe Sojasauce drin. Hm.
sehr geil. Das ist nicht mal eine richtige Süßigkeit. Das ist auch so ein Snack zum Trinken. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen fettig ist so. Ey, geiles Teil. Ja. Was würdest du dem geben? Halt auch 9 und dann, das schmeckt echt sehr, sehr gut. Das ist echt gut, aber ich sag 8. Mhm. Was haben wir denn? Das hat eine 10, die Melonendinger haben eine 9 von mir, das kriegt eine 8. Bro, ich sag dir ehrlich, da kommen noch Sachen, wir können nicht jedem Scheiß eine 10 geben, weil nee. Ich sag dir, da kommen noch ein paar richtige Banger, Bro. Schau mal, zum Beispiel das hier, das ist so Endstufe, die Teile. Geil, ey. Erdbeer geht immer. Ich finde es interessant, dass es hier mit unseren Buchstaben draufsteht. Galbo. Galbo heißen die. Leute, die Dinger heißen Galbo. Klingt wie eine Beleidigung ein bisschen. Schau, wie edel. Du hast so Verpackungen, kannst auf- und zumachen wieder. Ich frage mich, ob das jetzt da drin immer noch wieder verpackt ist. Nein, nein, diesmal nicht. Boah. Fette Dinger, gell? Sieht aus wie Straußeneier und klein. Schau mal, Leute. Ey, geil. Erstmal einen ganzen. Ich finde, von dem Erdbeerstuff ist es bis jetzt das Beste. 100 Pro. Aber ich habe es noch krasser in Erinnerung gehabt. Aber ich finde es krasser als die KitKats, ich finde es krasser als diese Hütchen. Oh, aber ich finde es gut und dann, ich mag diese... Diese mehlige Konsistenz beim Reinbeißen, feiere ich. Als wäre das irgendwie so ein. Es hat ein bisschen was von so einem Kaffee oder so, von Tiramisu oder so. Ja. Es ist auch dunkle Schokolade, also recht dunkle. Mm. Ich beiß einmal ab. So sieht das drin aus, Leute. Sieht aus wie so. Wie so ein. Weiß ich nicht. Aber geile Konsistenz. Mm. Habe ich oft in Japan gegessen. Einfach so eine Packung gesnackt. Schmecken gut. Und auch hier merkt man, die haben das nicht Zucker überladen. Alter, und dann, die sind schon lecker, Mann. Ohne Spaß, die sind schon krass. Weißt du, was für eine Form das ist, Mann? Das erinnert mich irgendwie an so eine Mottenlarve. Ey, Bruder, du hast einfach 3 Galbos hergebracht. Da siehst du mal, wie ich die liebe, Bro. Geil. Ich finde diese so, die Größe ist auch perfekt, weißt du? Du snackst eine Packung weg. Und es ist eigentlich schon viel zu viel, aber du denkst dir so, heftig, ich habe das mir reingehauen und ich habe nichts davon bereut, so, weißt du? Ey, und dann weißt du, wenn ich das alles so sehe, Bruder, muss ich mir so vorstellen, wie so japanische Teenager einfach ihr Leben so chillen und zwischendurch so eine Scheiße fressen, dann auf so Schuldach gehen. So geil. Ah, geil. Schau mal, bis jetzt, gell, du hast jetzt schon ein bisschen was gegessen. Kannst du bis jetzt schon so das vergleichen mit deutschen Süßigkeiten? Die haben ja einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Ja, es sind so verschiedene Sachen, ne? Also diese Süß-Sauer-Sache, diese Sojasoßen-Sache, die gibt es ja bei uns gar nicht. Mhm. Dass du Sojasoße in deine Süßigkeiten packst, voll speziell. Viel mehr Erdbeerzeug. Was haben wir? Wir haben nur Jogurette gefühlt. Ja. Jogurette und ja, das war's. Und ich glaube, die Deutschen mögen auch Jogurette gar nicht so im Durchschnitt. Ich finde, Jogurette ist eine geile Süßigkeit. Finde ich auch, aber ich habe oft gehört, dass es Leuten nicht taugt. So. Und man kann sagen, die haben weniger Salz und Zucker und so. Ey, das ist ein riesengroßer Pluspunkt, Mann. Man fühlt sich nicht direkt wie so ein Verbrecher, wenn man sowas isst. Mhm. Und dann, was schlägst du als nächstes vor? Boah, wie wär's mit... Hiroshima, Spaß. Das heißt Milchkuchen. Milkcake steht da. Oshidori Milkcake. Es wäre schon interessant zu schauen, woher das kommt, aber es ist zu schwer. Ich zeig das den Leuten. Seht ihr das, Leute? Scheiße, wie ich bin, Bro. Ja, scheiß drauf. Aber egal. Ich habe das Gefühl, das wird uns nicht schmecken. Und wieder, jeder Nochmal einzelne verpackt. Ist verpackt. Jeder einzelne von diesen, auch hier, Digga, das sind ja eigentlich Chips. Und die tun jeden, stellt euch mal vor, ihr macht so eine Pombeerpackung auf und jeder einzelne Pombeer ist nochmal in der Verpackung, so, Digga. Ist so, ne? Verrückt irgendwie, gell? Ich guck mal, wie das riecht. Ja, das riecht schon stark nach Milch unten. Sehr stark. Ich mag Milch. Ich bin nicht so der Fan von Milch. Boah. So, Alter, wie hart ist das denn? Ich mag so eine Konsistenz voll. Wisst ihr, wie das sich anfühlt, Leute, von der Konsistenz her? Wie Kreide. Als ob man auf Kreide beißt. Boah, guter Vergleich.
Und ich mag das richtig gerne. Es gibt irgendwas in Deutschland, was auch so ist, als ob man auf Kreide beißt. Ey, diese Folge ist so geil, Mann. Ich habe total Spaß. Übel. Ey. Aber irgendwie hat es wenig Geschmack, gell? Aber auch das feiere ich. Es ist so ein dezenter Geschmack. Es ist auch gar nicht übersüßt oder so. Alter, wie hart ist das denn? Ich finde die Konsistenz geil und für die Konsistenz gebe ich schon ordentlich Punkte. Aber geschmacklich würde auf jeden Fall mehr gehen. Ich würde die mir, glaube ich, nicht so oft holen. Auch, weil es mich abfucken würde, dass ich so viel aufmachen muss. Mhm. Digga, du musst jeden einzelnen Stick aufmachen. Ich sag 5. Gehe ich mit. Muss nicht sein. Also würde ich jetzt nicht kaufen. Boah, ich dachte, die Japaner sind nicht so Fans von Milch. Doch, die sind schon gut Fans von Milch. Also vor allem so Hokkaido und so. Ne? Käse so gut wie gar nicht. Es gibt sehr wenig japanische Gerichte, wo Käse drin ist. Also super wenig. Ich hasse Käse. Und ich glaube auch tatsächlich, dass viel von deren Gesundheit davon kommt, dass sie keinen Käse essen. Hm. Ich glaube auch, und dann Milchprodukte sollen, glaube ich, nicht so gut sein. Ja, aber so eine richtig ordentliche Hokkaido-Milch, ich sag dir ehrlich, ist schon anders, Alter. Bei Milch macht Qualität voll den Unterschied. So eine gestreckte Milch oder so, das ist einfach wie Wasser. Aber so eine richtig gute, reichhaltige Milch ist schon krass. Boah, das klingt so wie Sahne fast schon bei dir. Es gibt so, in Onsen gibt es immer so Milchautomaten. Mhm. Schmeißt du 200 Yen rein oder so, dann kommt so eine Milch raus. Sieht aus wie bei The Legend of Zelda, weißt du, so eine schöne Glasding mit Aufdruck und so. Mhm. Und kein Deckel, sondern so ein Tuch, was mit einer Schnur festgemacht ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ey, so fresh. Geil. Und du kommst aus dem Onsen raus, du schwitzt, dir ist heiß, du warst ja gerade im richtig heißen Wasser, ne? Und dann so eine schön kalte Milch, boah, das kommt ganz heftig, das kommt richtig krank. Alter, Bruder, du machst mir einfach Lust, ich will jeden Tag nach Japan. Und wirklich, Alter, also ich bin schon Milchfan, ne? Aber dort habe ich nochmal so Milch in Perfektion erlebt, Alter. Geil. Onsen und Milch ist der Lifestyle. Die haben auch so einen Joke, dass die immer so Milch trinken, weißt du. So. Muss auch so trinken. Die sagen so, schmeckt dann besser. Geil. Und die haben recht. Was haben wir uns als nächstes rein? Wie wär's mit diesen Fischsticks? Die hier? Ja. Okay, weißt du, was auch krank wird? Die Dinger, die werden unnormal, diese Trauben. Ja. Aber wo sind die anderen, Bro? Ich habe doch noch rote Weintrauben. Ich glaube, ich habe die auf dem Flug gefressen. Nein, da sind sie. Boah. Digga, das ist der Endgegner. Ja? Die essen wir als letztes. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsstuff. Ich bin auch gespannt, ob es dir schmeckt. Magst du, nimm zwei Lachgummi? Alter, ich nimm zwei Lachgummis, geil, ja. Oh, das ist, nimm zwei Lachgummi auf Endlevel. Ah, fuck. Boah, wie das riecht. Ich zeig das den Leuten erstmal. Kunzaki. Wie riecht das? Ich sag dir ehrlich, es riecht richtig geil und es ist Fisch. Es ist null Käse, es ist 100% Fisch. Ey, das riecht nach diesen geräucherten russischen Lachsdingern unter. Ja, also mich erinnert sofort an russische Küche und so. Ja. Ey, Fisch ist einfach eines der besten Sachen, die es gibt, Mann. Boah, Digga, die Teile. Okay. Digga, es schmeckt auch ein bisschen käsig, aber es ist kein Käse. Boah, nee, Alter. Aber probier das. Ich sag dir ehrlich, ich find's richtig geil. Alter, Leute, mein Vater, der räuchert viel und so, ne? Der hängt einfach auf unserem Balkon so Fisch auf und so. Und dann essen wir getrockneten Fisch oder Salami und so. Und das schmeckt original wie getrockneter Fisch. Aber guck mal, die haben so eine Komponente von Süßes reingebracht und dann. Mhm. Ein bisschen Süßes ist da drin. Dann. Ich glaube, da ist Sojasauce drin. Sojasauce. Aber ich finde es krass, wie frisch das trotzdem noch schmeckt. Ja, Alter, und vor allem, wie lange liegt das schon bei uns hier rum? Mhm. Alter, Leute, das ist ein richtig intensiver Geschmack, Bro. Ich verziehe fast mein Gesicht, als würde ich so eine Zitrone essen. Also ich find's geil, aber ich find's auch ein bisschen pervers, Alter. Wieso? Schmeckt das nach? Bro, es gibt so Sachen, nein, aber es gibt so Sachen, die haben so einen intensiven Geschmack, dass es mir fast zu anstrengend ist. Weißt du, zum Beispiel, ich liebe Oliven, aber Oliven sind so intensiv, Digga, die nehmen so krass den Mund ein. Alter, ich hasse Oliven. Dass ich mir so denke, die penetrieren mein ganzes Gesicht, weißt du. Das ist auch so ein Essen. Schmeckt gut, aber sehr intensiv. Ich gebe dem eine 7, Alter. 7 finde ich gut. Aber es gibt so Leute, jeder von euch kennt diese Leute, die alles essen.
Diese Allesfresser. Und die nehmen 5 Soßen, die machen alle 5 Soßen drauf und sagen, schmeckt geil. Genau diese Leute würden so einen Scheiße lieben. Aber so richtig. Mir fallen da so ein paar. Zu viel, ne? Aha, von allen zu viel solche. Mein Bruder würde darauf ausflippen. Ein gutes Zeug, finde ich. Man weiß nicht, wo man hingucken soll, ne? Was ist das mit diesen Marienkäfern da? Welche? Das vor dir direkt, Alter. Das hier? Ja, das spricht mich schon irgendwie länger an. Bist du bescheuert? Das sind keine Marienkäfer, das sind Erdbeeren. Ja, aber mit Marienkäfern, oder? Nein. Ach so, ups. Ach so. Das sah aus wie Marienkäfer. Ichigo Milk. Das ist Ichigo Milch. Also die werden, wir haben doch auch solche, wie heißen unsere, die so ähnlich sind? Wir haben doch auch so eine... Wie hieß Camino oder wie die hießen? Bro, war das nicht das? Alter, die gab es früher überall, aber irgendwie habe ich die lange nicht mehr gesehen. Ich hab die auch lange nicht mehr gesehen. Die so einen Strudel drauf hatten. Ja. Wie hießen die? Die waren gut. Die Camino Ponchis hießen die, glaube ich. Digga, sind die pleite gegangen? Keine Ahnung. Aber ich finde, das ist so Italiener-Style, Erdbeer und Milch verbinden irgendwie. Ja. Und auch wieder, ja okay, bei uns ist auch sowas doppelt verpackt. Muss, glaube ich, auch sein, sonst kleben die alle zusammen, oder? Ah, guck mal, und dann das hier. Ich glaube, das wird ein bisschen nach Brause schmecken. Hm. Aufregend. Ich finde, es hat bis jetzt sehr wenig Geschmack. Ich finde, es schmeckt mehr nach Erdbeer und Zitrone als nach Erdbeer und Milch. Hast du schon zerbissen? Ich glaube, das ist steinhart unter. Glaubst du, da ist Brause drin? Ist nicht steinhart. Boah, was geht da drin ab? Ich finde es irgendwie, ich habe schon weg, ich finde es irgendwie ein bisschen befremdlich. Also, da drin ist so eine Art Brause, so eine abwechselnd. Da steht Saku Saku, was auch immer das ist. Ah, ich glaube, du sollst halt lutschen, so Saku Saku. Und darunter steht Saku Saku. Irgendwas mit Milch. Ey, ich bin ehrlich, und dann die Oberfläche hat besser als das Innere geschmeckt. Kyunu Yande Amau. Bro, ich hab Saku Saku Oishi. Ich habe keine Ahnung, Bro. Ich finde diesen nicht geil. Das ist bis jetzt das Schlechteste von allem, was wir gegessen haben. Es schmeckt nicht schlecht, aber es schmeckt nach wenig. Es ist einfach langweilig. Ich würde es nicht mehr essen. So. Das ist so eine Süßigkeit, die ich einfach liegen lassen würde. Und ja. Der Inhalt war scheiße, Bro, ganz ehrlich. Ja. Die würde ich essen, wenn ich auf Notfallration wäre. Dann würde ich essen. Die sind so wie After Eight. So die, wenn alles weg ist, dann isst man die halt, weil noch nichts Neues da ist. Zwangermaßen. Ich sag dir ehrlich, ich gebe denen so eine 3 von 10 so. Ich würde 4 geben. So gottenschlecht waren die nicht, aber ich muss das nicht haben. So. Also ich habe nichts daran auszusetzen, aber wenn ich es mit allem anderen vergleiche, das hat mich alles irgendwie so ein bisschen überzeugt. Auf Alter, da waren so geile Sachen bis jetzt dabei. Und so eklig fand ich bis jetzt noch gar nichts, aber ich habe die Sachen auch nicht in dem Sinne gekauft. Ne? Ein paar Sachen sind da, die extra eklig sein sollen, aber bis jetzt finde ich alles Baba. Okay. So, was hast du noch im Angebot? Was attackieren wir als nächstes? Ich frage mich schon die ganze Zeit, was dieser rote Junge da hinten ist. Ja, hau raus. Dieses Galbo war echt ein geiles Ding und dann. Heftig. Galbo ist echt geil. Wir fetzen die Packung gleich weg, ne? Du hast ja eh viele davon. Safe. Deswegen habe ich so viele gekauft. Schau mal, das ist auf jeden Fall so ein Oktopus-Junge. So. Geile Mütze. Dem sein Hut ist so ein Oktopus und ich check das Ganze nicht so. Jotsu-chan. Der heißt anscheinend Jotsu-chan, der Typ. Mega Gott. Ey Leute, er liest gerade Japanisch, ne? Also er kann das. Ja, aber ich verstehe halt viel nicht. Saku Saku. Mega Size. Also es ist auf jeden Fall eine große Packung, keine Ahnung, aber irgendwas mit Oktopus. Das Problem ist, wenn ich so Wörter nicht kenne, ne, so wie Oktopusgeschmack oder was weiß ich, so, das sind so Wörter, die ich einfach nicht kenne, dann bringt das halt auch nicht viel. Hau raus, mach auf, wir gucken, ja, was das ist. Hier macht man das auf. Das ist auch geil, Bro. Bei den Japanern, Digga, warum gibt es überhaupt Packungen, die man nicht aufkriegt? Das geht mir so auf die Eier. Warum gibt es sowas? Bei den Japanern ist immer, du findest immer so ein richtig schönes Ding zum Öffnen. In der Regel kannst du es wieder versiegeln und so. Vor allem, es sieht so einheitlich aus. Man weiß, oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Was geht denn da ab? Das ist ein Oktopus, Mann. Digga, was geht da ab, Bro?
Das sieht alles verschieden aus, Leute. Das sieht aus, als ob man einfach einen Oktopus auf den Tisch gelegt hat und in und da, den Nicer Dicer geschmissen hat. Ja, warte mal, das sieht auch aus, als ob da noch Aal drin ist und dann und Fisch auch. Alter, ich habe ein bisschen Angst davor, um ehrlich zu sein. Riecht das gut? Boah, Digga, das riecht irgendwie wie so Zitrone. Boah, Alter, wenn du das tief einatmest und dann... Digga, das hat mir die Nasenhaare verbrannt. Verätzt. Alter, das ist zu wild. Ich habe auch gerade Angst, das zu essen. Warte mal, die Leute müssen das kurz sehen, weil da geht schon ein bisschen verrückte Scheiße drin ab. Unterhalte die mal, ich gehe kurz vor. Ja, Leute, ich hatte wirklich das Gefühl, als ob mir so ein Geruch in die Nase kriecht und da meine Nasenhaare wegätzt. Es ist super intensiv und der Fischgeschmack geht da absolut unter, habe ich das Gefühl. Digga, was ist das für... Meine Fresse. Komm und dann setz dich, wir futtern das jetzt. Wobei ich gerade unschlüssig bin, ob ich das wirklich essen möchte, Mann. Also du siehst hier wirklich so Außenhaut und Innenfleisch und weiß ich nicht, Bro. Ich bin zwiegespalten. Diese Farbe, Alter, als wäre das Alter, schon und diese so Konsistenz und dann, das ist so, als ob das gerade geschlachtet wurde. Das sieht aus, als ob das Aliens essen. Ja. Alter, und dann? Ey, ich habe keinen Bock, das zu essen, Bruder. Bro, tu rein, tu ganz rein. Also... Mit was kann man das denn vergleichen? Das ist irgendwie so zitronig oder so. Da ist der Eigengeschmack komplett weg, Alter. Was ist das überhaupt? Das sieht ehrlich aus wie Alien-Burger-Futter. Aber ich kenne diesen Geschmack irgendwo, ja. Das schmeckt nach Reifen. Ich schwör. Probier mal so ein Ding. Habe ich gerade im Mund. Das ist auch sehr sauer, gell? Alter. Wenn du das kaust und diesen Saft so runtersaugst und dann... Alter, dann verätzt mir der Hals. Heftig, ne? Also das ist, Leute, das ist irgendwie, als ob du so Autoreifenstücke mit ganz viel Essig einschmierst und es isst. Und hoffst, dass das so gut geht. Digga, das ist gar nicht krass. Also das ist richtig scheiße. Das ist nur nicht krass, das ist kacke, Mann. Ich weiß auch nicht, was ich ekliger finde, diese Hautstücke oder die anderen... Das ist wirklich eklig. Jetzt haben wir was ich nicht essen würde. Wenn du mir 10 Euro gibst, ich würde sagen, nee. Verpiss dich, scheiß drauf. Die Packung sah so vielversprechend aus. Bah, Alter, weh, Mann. Also 1 von 10, Digga. Ja, ich würde sogar -1 sagen. Hier, willst du das hier reintun und dann? Ja, bitte, Alter, ey. Ist auf mein Sofa gefallen, Alter. Ich sag dir ehrlich, das ist so eine Sache, ich werde heute Nachmittag irgendwann daran denken und dann zuckt es mir kurz zusammen, so, weißt du, weil ich mich daran erinnere, wie eklig ich das fand. Leck mir die Eier, das gibt's doch nicht. Bah, wirklich, bah. Alter. Kennst du irgendeine Süßigkeit, die ekliger ist als das? Gelee-Bananen, Spaß. Ich feier Gelee-Bananen. Ey, lass mal jetzt was Leckeres essen und dann haben wir diesen Geschmack jetzt neutralisieren. Digga, das war katastrophal, Bro. Ich sag dir ehrlich, ich hol jetzt was Krankes. Ja, bitte. Die habe ich schon sehr, sehr oft gegessen. Ist das Kaugummi? Ja, das ist wie... Lass doch den Kaugummi am Ende essen und dann, weil... Das ist kein Kaugummi. Leute. Das ist Wassermelone-Geschmack. Ja, mehr steht auch nicht. Aber kennst du die noch? Wir hatten doch früher auch solche. Mauam oder so. Ist das Mauam oder dieses Bum-Bum-Kaffee? Kaffee, Bum-Bum. Nee, nicht Bum-Bum. Wie hieß das? Huba-Buba. Ah, Huba-Buba Huba-Buba. Aber das ist kein Kaugummi so, die kriegst du, ich dachte am Anfang das Kaugummi, aber die kriegt man schon schnell runter so. Alter, der Geruch kommt durch die Verpackung durch und dann. Alter, es riecht so gut, Bro, als ob du echt so eine aufgeschnittene Wassermelone riechst, Mann. Damn. Schau mal, ich erklär's dir, bevor du es isst, oder nee, iss erstmal, weil das ist magisch, Bro. Ja. Die Dinger sind so krass, also ich glaube, das ist die Süßigkeit, das und diese dunklen Trauben sind das, was ich am meisten gegessen habe. Und danach kommen diese Galbos. Das Teil ist heftig. Das Teil ist richtig heftig, ey, ob Bro. Ob das Galbo vom Thron stoßen kann. Ja, jetzt pass mal auf, Digga. Okay, Bro. Als nächstes werden die glorreichen Wassermelonen-Dinger gegessen. Yes. Zum 3. Mal, Alter. Wir beide kennen die Dinger, weil sie geil sind. Wer die nicht kennt, hat was in seinem Leben verpasst. Shelf. Ey.
Weißt du, was das Geile bei den Dingern ist? Leute, unsere Aufnahme macht Faxen. Deswegen essen wir zum dritten Mal diese Wassermelon-Ding. Je mehr man davon isst, desto geiler werden die. Hm. Und je mehr andere Sachen ich esse, desto öfter will ich zurück zu Galbo zurückkehren. Okay, was als nächstes? Wertung? Ich sag 9 von 10 oder 10 von 10. 9. Mhm. Boah, die sind geil. Als nächstes kommt... Hatten wir die Weintrauben schon? Mhm. Die Weintraubis. Ich nehme gleich 2. Ich nehme 1. Weil ich kenne die. Und ich liebe sie. Ey, die werden auch immer besser, je mehr ich davon esse. Die sind mir echt ein bisschen zu hart. Die schmecken wie so Sirupwein. Aber. Aber ich schwöre, diese Härte, die liegt daran, weil es so lange rumgelegen ist. Das ist nicht normal. In Japan ist es nicht anders. 100%. Aber für mich auch 9 von 10. Was ist mit diesen anderen Weintrauben? Hatten wir die schon? Die grünen? Hm. Nee, aber wir machen erstmal Pfirsich. Wir machen die alle 3 jetzt. Also wir haben jetzt quasi das mit roten Weintrauben gegessen. Jetzt kommt das mit Pfirsich und danach kommt das mit grünen. Alter, die haben noch so einen leckeren Saft da drin, sehe ich auf der Packung gerade. Die sehen aus wie Ärsche. Bei Gott, ne? Leute, das ist 1:1 wie die Haribo, die in Deutschland. Die sehen nur anders aus, haben deswegen ein bisschen andere Konsistenz. Aber genau wie die in Deutschland, bisschen mehr sauer. Ich würde sogar sagen, minimal weniger Zucker, minimal. Mhm. Aber fast exakt derselbe Geschmack. Okay. Die Trauben. Jetzt kommen die grünen. Mit der kranken Packung. Ja. Was haben wir hier? Und auch hier, Leute, du kannst die immer wieder zumachen. Da gibt es diese Versiegelung, die... Wir haben das in Deutschland auch manchmal, aber nicht bei Süßigkeiten eigentlich. Wir haben das mehr so bei, weiß ich nicht, getrockneten Äpfeln oder so. Ja. Bei so teureren Sachen. Nein, oder bei Nüssen haben wir sowas. Aber die Japaner machen das voll auf bei ihren Süßigkeiten. Hey, und dann? Ich fühle mich so, als ob ich in so eine Kondompackung reingreifen gerade, ne? Bruder, da ist original dieser flüssige Film noch drumherum. Und die Trauben fühlen sich an wie Nippel. So am Radio drehe, am Nippelradio. Es ist wie leckere Kondome, die sich wie Nippel anfühlen. Und es riecht nach Febreze. Es riecht so hart nach Febreze, Alter. Nach einem japanischen Klo riecht das. Und das schmeckt auch ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, wenn man zu lange daran riecht, kriegt man Kopfschmerzen. Bruder, ich wette, ein japanisches Klo ist sauberer als eine deutsche Küche. Ja. Digga, das ist ein krasser Geruch, Alter. Der Geruch haftet an meinen Fingern. Ja. Aber ist nicht meins, Bruder, sage ich ehrlich. Ich liebe das. Es fühlt sich an wie Kondome, Alter. Was gibst du? Ich sag dir ehrlich, das ist auch so eine Sache. Je mehr ich davon esse, desto besser wird. Mir ist da schon fast zu süß und dann fast schon europäischer Standard. So. Das ist was für Naschkatzen. Ah. Ich sag 8 von 10. Ich sag 7. Ist mir zu 7, süß. Komm. Ich gehe auch. Ich kann nicht alles so hochloben. So was fehlt. Die Dinger. Ah. Hast du die schon gegessen? Weil die haben in der Arbeit geöffnet. Nee, ich habe noch nicht probiert. Ist das so Käsegeschmack, Anton? Ja, tatsächlich schon, ja. Echt? Ja. Alter, ich würde dann höchstens dran riechen. Ich esse das nicht dann. Oh. Nee, das ist Salat. Das, weißt du, wie das schmeckt? Bisschen wie... Kennst du diese, wenn du so Suppe machst oder Maggi oder so, dann hast du dieses Pulver oder diese Würfel oder so. Ja. Und ein bisschen so schmeckt das, finde ich. Ah, okay, hau mal das raus. Gemüse. Ist da, ja, okay. Ist da einer drin in einer Packung oder wie? Nee, da sind so 10 Stück drin oder so. Okay. Bisschen wie bei Nutella to go, aber... Die haben auch andere Geschmacksrichtungen, glaube ich, aber das ist auf jeden Fall Gemüse. Das ist so ein typisches Snack, was die Kinder immer essen, die Kindergartenkinder und so. Mhm. Alter, kriegst du das auf? Meine Hände sind zu... Ah, hier. Schmierig vom Konsum. Ja, aber es gibt immer, in Japan gibt es immer eine Öffnung, Alter, immer. Gandom. Gandom.
Galbo. Also ich sag dir ehrlich, die Dinger sind für mich so okay, einfach nur. Könnten auch aus dem Mixmarkt sein oder so. Schmeckt nach Kartoffeln mit so Schnittlauch mit drauf. Aber hat was. Ja. Ey, haben wir die Wasabi-Dinger schon gegessen? Weiß ich nicht, aber sollen wir einfach nochmal essen? Nein. Das habe ich mir nämlich auch die ganze Zeit überlegt. Ob wir das schon hatten. Auf jeden Fall. Das ist für mich die Definition von mit. Einfach 5 von 10. Ja. Wenn es da ist, dann greife ich halt zu. Wenn es nicht da ist, werde ich es nie vermissen. So. Es ist einfach irrelevant. Ja. Aber ich würde es meinen Kindern schon mitgeben zur Schule. Okay, Bro. Es wird Zeit für Heuschrecken aus Hiroshima. Hau raus, Alter. Allein schon aus Hiroshima. Ich find's so komisch, da reinzugreifen, weil du nicht so genau siehst, was du kriegst. Und es ist immer gruselig. Oh, lieber Gott. Ich zeig das den Leuten. Ich hab schon wieder einen Kopf in der Hand, Alter. Junge. Ey, Leute. Ja, die fühlen sich wirklich so an, wie diese, als ob die gleich zum Leben erwachen. So fühlen die sich an. Aber guck mal, die haben die Beinchen abgehackt und dann, ne? Ja, entweder die haben die Beinchen abgehackt oder die so eingeklappt, aber... Nee, ich glaube nicht, dass die jedes einzelne Bein eingeklappt haben. Aber die, warum sind die Flügel immer drin? Keine Ahnung. Ey, so Viecher essen ist immer wieder komisch, no joke. Ja. Aber auch immer wieder überraschend, dass es halt einfach nach nichts schmeckt. Ich muss es nicht haben und dann, ich habe das Gefühl... In mir wächst gleich ein Baby heran. Ja, das ist das Problem. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas in einen eindringt. Ja. Irgendwas Lebendes. Ja, darauf erstmal ein Galbo. Spaß. Ja, gib mal echt ein Galbo. Hey, warte hier. Nee, ich nehm die Galbo. So, haben wir alles gegessen? Ich glaube schon, oder? Ich weiß immer noch nicht, ob wir die Wasabi-Dinger schon gegessen haben. Und um ehrlich zu sein, bin ich full. Ja. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen. Und jeder kriegt so eine Melone. Oh, aber ich will erstmal ein Galbo wieder, bitte. Ist da noch was drin? Ne? Ich würde mich so freuen, wenn es die in Deutschland gäbe, ne? Mm. Und dann? Bro, gibt es für dich eine Süßigkeit, die besser ist als Galbo? Ich überlege gerade. Es gibt sie bestimmt. Weißt du, was ich krass finde bei uns in Europa? Wir haben Kinder. Und Kinder kommen, glaube ich, aus Italien, gell? Aber Kinder ist schon stark. Ich finde Kinderriegel krass. Ich finde Choco Fresh ist richtig krass. Also Choco Fresh kannst du mit Galbo aufnehmen, finde ich. Hm. Ich weiß es nicht. Aber Galbo ist schon mächtig. Also Galbo ist schon ganz oben mit dabei. Eine der geilsten Süßigkeiten. Leute, nicht umsonst. Hier liegen 3 Galbo-Packungen. Ich hab die mitgenommen für Familie und so und für Flug. Und ich habe bestimmt 2 davon zerfetzt auf dem Heimflug. Ah. Also ich bin auf jeden Fall riesiger Galbo-Fan. Alter, ich bin ein Fan von allem, was wir hier fast gegessen haben, außer so ein paar Kleinigkeiten. Aber das ist schon was super interessant. Das ist eine super interessante Erfahrung, Leute. Was ich krass finde, das Einzige, was wirklich eklig war... Diese Heuschrecken. Oktopusviecher. Die Heuschrecken fand ich gar nicht eklig. Ja. Aber diese Oktopus-Scheiße, bah, Digga, ich will die gar nicht jetzt hochheben. So. Ich will einfach die vergessen, weil die waren wirklich so eklig. Ich habe das Gefühl, ich könnte Albträume davon bekommen. Ja. Oh, lieber Gott. Die waren echt nicht geil. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt noch behalten und dann. Also. Für irgendwelche weiteren Aufnahmen vielleicht noch, aber ich würde die niemals privat essen. Nie im Leben, Bro. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ich finde sowas eigentlich ganz interessant. Mal schauen, wie die Leute das finden. Das Problem ist, auf Spotify ist nicht so leicht, ne?
Man hört unser Geschmatze nur wahrscheinlich. Aber ich habe Bock, mehr Sachen zu essen. Uns fällt aus auf jeden Fall irgendwas Kulturen ein. Bestimmt, aus anderen Kulturen. Bro, vielleicht bestellen wir irgendwas von im Internet oder so. Mal sehen. Aus dem Darknet. Okay, Freunde. Ja, schreibt uns unbedingt, welche kulturellen Sachen wir noch ausprobieren sollen. Es macht auf jeden Fall, vor der Kamera macht es auf jeden Fall Spaß. So viel kann ich schon mal sagen. Also, bis bald, Leute.